Hello? Adam? Hi, sweetheart. I'm already at the airport. We'll leave any minute now. Did they at least tell you where you're going? You won't believe it. We're going to the corporate lab on Madamus. I'll call you when I'm there. Hug Chris for me. Bye. I'm worried about you. Everybody knows that a tester's work is dangerous. You shouldn't have taken this job. Come on, sweetheart. I'll be all right. Besides, we don't have much of a choice. This is the only way to earn some cash for Chris's treatment. Hi there, champ. Daddy, Daddy! I played soccer today! I even scored a goal! Fantastic. Shame I couldn't see it. When are you coming back? Soon, son. Soon. I can't wait to see you again. I know, sweetheart, me too. Fortunately, I'm leaving today, right after the surgery. Surgery? Something's wrong? No, everything's fine. They need to replace my timer, that's all. Don't worry, I'll be home tomorrow. Where am I? Shit. I don't have much time. Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Serum, einer Demo-Version, die ich gefunden habe, die wir uns anschauen. Ja, worum geht es? Ja, das Übliche, eine mehr oder weniger Pandemie, ein Gegenmittel, was wahrscheinlich auch dran schuld ist an dieser Pandemie oder wie auch immer es zusammenhängt genau. Wir werden es vielleicht herausfinden. Ist auf alle Fälle eine Demo-Version. Wir haben ein bisschen Zeit hier zu spielen. Danach kommt wahrscheinlich irgendwie ein Timer, so wie ich das mitbekommen habe oder gelesen habe. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Und ja, es geht darum, hier mit T, wer kennt es? Wir haben einen Timer. 1:20, wir müssen, glaube ich, ein bisschen losmachen. Und ja, wir schauen uns einfach mal um hier. Wir sind hier in den Abwässern irgendwie, so wie es aussieht. Forschung plus Hoffnung gleich der Tod. Ja. Okay, was haben wir hier? Wir sollen das Serum finden, genau. Das haben wir. Ups. Heieiei. Ja, das leuchtende Heilmittel. Der hat es wohl nicht mehr geschafft, sich das zu injizieren. Oh wow. Igidigit. Steve Brown, Tester. Mhm. Ja, es ist worden Freiwillige gesucht für den Test, ne? Alles schien gut zu laufen, aber naja. Okay, wir öffnen das mal ganz kurz. Ja, nichts Weltbewegendes steht hier drin. Okay, war also auch ein Mitglied der testenden Branche hier. Wir nehmen das mal auf mit E. So. Und das Serum wird also ins Handgelenk gespritzt. Dafür haben wir die Öffnung dort. Das ist das, was eben auch gerade bei der OP war, ne? Erwähnt wurde. So, warte mal, jetzt muss ich das mal halten hier. Warte mal. Hold up, hier. Na, also es geht auch. Wir machen es mal ein bisschen spannend, ne? Es gibt also so einen Alarm, ihr habt es mitgekriegt. Da können wir uns das spritzen und wir schauen jetzt mal drauf. Jetzt haben wir etwas über 5 Minuten. Wir hatten also noch so vielleicht gute 20 Sekunden. Naja, was soll's. So, der hat hier nichts weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Es ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht trotzdem. Ja, irgendwie Abwasserrohre oder was das hier sein soll. Kanalisation, was auch immer. Ich springe mal hier drüber. So. Gott kann dich nicht retten. Naja. Wie soll er das auch können, ne? So, wir gehen mal hier hoch. Was haben wir hier? Hier liegt irgendwas. Okay. Sieht aus wie ein Funkgerät, ne? Klingt auch so ein bisschen. So ein Rauschen. Ah, ja. Okay. Hello? Hallo. Is there anybody out there? Okay. Hello, Richard. Hallo. Who are you? Identify yourself. Adam Stewart. Serum Tester ID 1XC027. Where's Steve? He's dead. Damn it. Ja. Für ihn schon. Ja. Gibt's hier oben noch was? Ist da eine Kiste?
Habe ich da richtig gesehen, siehst du? Wir gucken mal rein. Oh. Schön. Holzauge sei wachsam, ne? Das war Zufall. Ich habe das an dem Zeichen, habe ich das, aber was willst du machen, ne? Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Nix. Ja gut, erreiche das zentrale Gebäude, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. So, was haben wir hier noch? Oh. Oh, fuck! Ups. What happened? My arms! Something strange is happening to them! You are experiencing the first symptoms of the infection. Okay. What infection? I don't have time to explain. Look around. The central node building should be nearby. Mhm. Okay. Für Strom. Can you see it? Yes, it's in front of me. Okay. Also hier. Good. Für Strommasten. Inside you'll find a device with a yellow DNA symbol. It's an absorber. You'll need to connect it to your timer. This way you'll cleanse your organism. But... Stop wasting your time. Do as I say. Then use the radio to call me back. Okay. Gut, also wir sollen erstmal hier hoch. Hier oben ist ein Gerät, was uns helfen kann. Schau mich nicht an. Okay. I think that's the thing he was talking about. Ah ja, hier, Absorber. Okay. Schauen wir mal. Okay, der tut also alles Negative wegmachen sozusagen. Wir haben alright. Kurz gesagt, so what should I do? Der tut unseren Timer erhöhen. All, take this serum regularly. Okay, it'll 10 Minuten. Protect you from the blight. Ja. Where can I find it? You'll need to produce it yourself. Okay. How? Three aspects are its most important ingredients. You'll find them in everything that lives. Unfortunately, that's not all. You'll need plants or even animals as well. Steve had his formula. Find it and gather the ingredients. Then use the device that should be right next to the absorber. It's a fabricator that converts organic matter into purified serum. Mhm, okay. Gut. Okay, wir haben die erste Nachricht gefunden. Shit. I need to hang up. Ja, also es gibt ja gewisse Befürchtungen, dass man sich wehtun könnte an Tieren, Pflanzen, Steinen etc. Und naja, wie auch immer, auf alle Fälle ist es ein notwendiges Übel, das trotzdem zu tun. So, was haben wir hier? Das ist der Fabricator. Hier können wir also Sachen herstellen. Aber im Moment noch nicht. Hm, vielleicht müssen wir noch was freischalten, ich weiß es nicht. Ich sammle auf alle Fälle hier mal ein bisschen was ein. Wir gucken mal. Hier haben wir... Oh, hier können wir was reintun. Okay, machen wir mal. Ich tue mal das rein. Und das, die Pflanzen lasse ich mal. Brauche ich vielleicht noch für den Dings. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Axtblaupause. Na, das ist doch mal was. Was haben wir hier? Okay. Ach, das ist... Nee, oder? Weiß ich nicht. Ach, hier gibt es Informationen dazu. Das sind... Ah, das sind ja verschiedene Baupläne oder sowas und dann wahrscheinlich mehrere Stufen davon. Müssen wir mal gucken. Das ist also so eine Art... genau, hier Forschungstisch. Aha, das ist ja interessant. Okay, das ist dasselbe in grün. Okay, was haben wir hier? Stofffetzen, irgendwas? Gut, was haben wir noch? Hier oben ist nichts. Schau mal hier. Noch eine Dose, Kisten haben wir hier nicht. Komme ich hier hoch? Ups. Sind wir auf dem Dach? Na gut, da wollte ich vielleicht nicht unbedingt hin. So, ich gehe mal hier runter. So, was sollen wir denn machen überhaupt? Finde das Rezept von Steve. Da müssen wir uns hier irgendwo umschauen wahrscheinlich. Was haben wir hier? Eine Werkbank. Oh, geil. Ein Rezept. Was brauchen wir? 10 Metall brauchen wir. So, jetzt können wir das freischalten. Das ist dann die Axt hier, okay.
Oh, das sind Upgrades. Oh, geil. Und was machen die dann? Serum könnte dann Blueprint. Okay. Oh, das erhöht den Schaden, oder? Ach nee, ich muss erst Schaden gemacht haben, dass man das... Ah, okay, wir müssen erst immer ein bisschen Schaden machen wahrscheinlich. Okay, gut. Ups, Entschuldigung. Was haben wir hier? Nee, das war nochmal die Werkbank, das wollte ich nicht. Komm, geh raus. So, was haben wir denn noch hier? Da waren wir. Was ist das hier? Eine Toolbox. Das nehme ich alles mit. Kann man sicherlich gebrauchen. Das ist nichts. Oh, da war ein Note drauf. Siehst du aber doch was. Okay, dann schauen wir mal. Ja, Richard wollte einen anderen Tester retten. Sein Name ist Adam Stewart. Das Level der Immunität ist gleich des seinem. Das Mutagen geht in den Körper. Aber hat seine DNA nicht permanent verändert, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine Mutation wie eine Infektion und kann mit dem Absorber behandelt werden. Also man hätte daraus ein Serum machen können zur Neutralisierung. Hätte man vielleicht aus seinem Blut machen können. Naja, und so weiter und so fort. Verschiedene Sachen hier. Ich weiß nicht, wie lange das hier geht, deswegen können wir vielleicht auch nicht alles lesen, aber so ungefähr wissen wir ja schon mal was. So, was haben wir denn noch hier? Halt, warte mal. Hier die Blümchen. Heilkräuter. Oh, hier geht's in den Keller. Sollten wir hier schon reingehen? Gott kann dich nicht retten. Haben wir denn die Axt eigentlich gebaut? Warte mal. Ja, die haben wir gebaut. Können wir mal ausrüsten. Was ist denn das hier? Eine hydroponische Station. Hier können wir was anpflanzen. Na, das ist ja mal schick. Ja. Können wir machen. Was ist das hier? Erstmal ein bisschen umschauen, ne? Ich kann nicht gleich hier losrennen, alles. Wir müssen auch mal was finden. Beziehungsweise das uns alles ein bisschen anschauen. Okay, eine hydroponische Farm haben wir hier. Was haben wir hier noch? Ja, ist ein bisschen dunkel. Ich habe leider keine Fackel. Aber wir schauen uns das einfach mal an, ne? So, ich gehe mal wieder raus, dass wir was sehen. Ein bisschen mehr. So, ich soll hier ein Rezept finden. So, warte mal. Waren wir denn jetzt schon überall oben? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt oben hier schon alles hatten. So, einmal hier rein. So, wir sind da raus. Hier hinten sind wir noch nicht raus, ne? Das sind auch wieder Pflanzen. Ach, das ist der Bunker, wo wir gerade waren. Okay. Wo geht's hier hin? Ich gehe gleich mal ganz hoch. Stelle für Tiere. Okay. Was ist denn das hier? Eine Note. Klicken wir mal drauf. Richard ist mysteriös zu mir. Er redet viel. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über ihn. Er ist kreativ. Und redet nicht über sich selber. Ja, ich glaube, das ist im Moment nicht so wichtig für die Demo. Ist einfach nur ein bisschen informativ. So, dann haben wir noch was. Ja, also wir sollen... Die Tage scheinen endlos. Wir sammeln Pflanzen, jagen Tiere, produzieren Serum und nutzen den Absorber. Aber immer das, dieselbe Sache immer und immer wieder. Die tägliche Routine führt mich zur... die tägliche Routine macht mich langsam verrückt. Ich kenne fast jede Ecke und irgendwie jeden Grashalm sozusagen an diesem Ort. Ich brauche Kontakt zu anderen Menschen. Ja, diese Gespräche oder diese Funkgespräche mit Richard sind irgendwie nicht die Erfüllung, ne? So, was war denn das? Oh, Cable Car. Also ist das doch eine Kabelbahn hier oben, was man gesehen hat. Das ist kein Strom. Das sah ein bisschen für Stromträger ein bisschen sehr futuristisch aus, ne? Zugangskarte. Sehr gut. Schön. Das hier war nicht schlecht. Hier hat man auch einen Ofen. Was ist das Schönes? Steve Note. Okay. Am Morgen habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich mit einem Hasen geredet habe.
Ich glaube, Rotter ist ein Hase. Oh, was haben wir denn hier? Warte mal, ich muss. Hier tickt irgendwas. Warte mal, wo ist denn hier der Ausgang? Oh, oh. Move. Nee, ich muss runter. Wo ist denn das hier? Nein! Was machst denn du? Geh mal zum Richtigen. Hier musst du lang. Schnell. Eieieiei. Na gut. Haben wir noch Glück gehabt. So, es tickt wieder hoch. Sehr gut. So, waren wir jetzt hier oben? Hier waren wir gewesen, ne? So, was hat man jetzt hier noch? Schöne Lampe haben wir hier. Feuerlöscher. Was haben wir denn hier? Steves Rezept, ist es das? Oh ja, das ist es. Sehr gut. Also, wir brauchen die Amylaria, Heilkräuter und die Schlangenpflanze. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das 1:1 übersetzt, ob das im Deutschen dann eine andere richtige Pflanze wäre. Aber ich übersetze das jetzt mal so. Alles weiß ich ja auch nicht. Ja, so, was haben wir noch? Schöne Sachen auf jeden Fall. Das ist... Ist hier jemand? Hallo? Was bist denn du eigentlich? Ein kleiner Container. Ein kleiner Container? Ei, hier können wir Kreaturen reintun. Ach du Schande. Oh oh. Da können wir dann die melken oder was aus dem Serum gewinnen. 8. Januar, Man Thomas Island, Ground Zero. Mein Name ist Steve Brown. Ich arbeitete für Evas Corporation und als Serumtester. Meine ID ist da. Ich bin teilweise immun gegen das Mutagen. Wenn du das liest, dieses Journal, zwei Dinge können passieren. Entweder hast du es von mir oder du hast es gefunden. Im ersten Fall bin ich sicher. Safe and sound, das ist doch irgendeine Redewendung. Safe and sound. Also ich bin auf alle Fälle sicher. Ja, und im zweiten Fall bin ich tot. Ja, das kann sein. Wenn ich halt am Leben bin, ja, freu dich daran, das zu lesen oder so. Ja, gib das meiner Frau. Ich schrieb das für ihn, für sie. What now? Was auch immer. Also, ja. Was haben wir denn hier? Aspect Collector, empty. Oh, wow. Hier können wir aber jede Menge machen. Also, wenn das Spiel rauskommt, kann ich jetzt schon sagen, das wird eine sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall. So, ich mache mir das nochmal voll hier und jetzt gehen wir uns nochmal ein bisschen das Umfeld hier. Denn wir brauchen immer noch diese Kräuter da oben, denn die fehlen uns noch ein bisschen. Und Kräuter und die ganzen anderen Pflanzen, und da würde ich natürlich gerne nochmal schauen. So, hier, Heilkräuter haben wir hier. Komm, wir schauen jetzt mal bei den Containern hier, was es hier gibt. Hier ist auch irgendwas, was leuchtet. Was ist denn das? Amarilla. I already have some of the ingredients. Ah. What happened? Why did you hang up back then? Okay. Corporate security started to track us. I managed to jam their signal, but next time I may not be so lucky. We need to keep talking to a minimum. Okay. Sure. You're the boss. Questions? What is this place, Richard? Where am I? It's Ground Zero. An area contaminated with a mutagen. This is where all the cable car lines cross each other. The central node building will be your home for a while now. You better learn as much as you can about the layout and the equipment of the rooms. When you're ready, use the radio to call me. I'll tell you what to do next. Okay. Also, wir sind hier am Zentrum von Ground Zero, von dieser, ja, Gebiet, wo hier das Mutagen getestet wurde. Und, ja, die ganzen Kabelbahnen, die wir sehen, die ganze Hochseilbahn, oh wow, hier verschwindet man der Erde, die führen halt hierher, zu der Hauptbasis, hier zu dem Hauptgebäude, ne, wo wir uns hier befinden. Weißt du was, ich geh jetzt mal die Straße hier runter, hier drüben sehe ich auch noch was. Das nehme ich auch noch mit. Pilze nehme ich auch noch mit. Kann man immer gebrauchen. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Warte mal, ich muss mal hier reinschauen. I, Inventar, und mit Tab öffnet ihr das andere Menü. 4. Da haben wir auch was. Ja, okay, das
erstmal in Ordnung. Ich nehme trotzdem hier noch was mit, was wir alles haben. Ups. Irgendwie schwebe ich hier etwas. Ja, im Moment, wie gesagt, haben wir ja hier, so wie es aussieht, keinen Zeitdruck. Oh. Tor 2. Okay. Bin mir nicht so sicher, ob wir hier sein sollten. Ich drehe mal um. So, natürlich können wir dem Tutorial hier folgen, aber ich würde natürlich gleich gerne etwas mehr mitnehmen. Ihr wisst ja, Jäger und Sammler. Was du hast, hast du. Ja. Musst du später nicht suchen, das zahlt sich immer meistens aus. Ne? Hier haben wir nochmal Pilze. Ja, Aufnahme läuft, ja, sehr gut. Haben wir schon mal das. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Tiere oder irgendwas gefunden, da bin ich eigentlich ganz froh drüber, denn ich habe im Moment gar keinen Bock drauf. Wenn wir mutiert sind, sind die mit Sicherheit auch mutiert, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Aber wird schon so sein, ne? Ja, ja, der Mensch, der schafft es immer wieder. Aber man muss ja immer, ne? Der böse Feind im Osten, Westen, oben, unten, links, rechts, Mitte. Es ist immer der Wahnsinn, ey. Und das hier ein Generator. Mhm. So, ich schaue trotzdem noch mal hier. Die Gegend ein bisschen absuchen, ne? Brauche das Serum. Ja, das haben wir ja nun wahrscheinlich mittlerweile genug dafür, aber ihr wisst ja, man kann nie genug haben. So, was machen wir noch hier? Wie sieht denn das jetzt? Tiere. Warte, das leuchtende Ohren? Ach, das sind die Hasen hier, mit denen er gesprochen hat. Ich glaube, ich muss euch aber auch mal für eine Testprobe wegmachen, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Na gut, was haben wir hier? Noch ein Generator, okay. Geht's hier hoch? Oh, da ist die... Ist das die Kabelbahn? Oh, cool. Warte mal, ich nehme hier noch was mit. Komm, geh mal ran hier. Das ist nix. Ja, ich gucke hier bloß noch mal ein bisschen um die Ecke, ne? Was ist das? Stein? Ein bisschen das Gebiet müssen wir auch erkunden, ne? So, warte mal, waren wir hier unten schon? Gibt's was in dem Auto? In der Tat. Siehst du? Okay, nehmen wir. Kabel, Schrott und ein bisschen Stoff oder so. Achso, was sagt denn unsere Uhr hier? 4 Minuten haben wir noch, okay. Ja, das ist wie bei dem Film hier, wie hieß er gleich? In Time, ne? War das, glaube ich. Der war von der Machart, war der auch genial, ne? Aber jetzt nehmen wir den Fall. Du hast keine Arbeit. Oder die Leute streiken. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Welt dann noch ein Streiksystem gibt. Ja, dann hast du irgendwann keine Arbeit mehr und dann ist die herrschende Klasse. Diejenigen, die dann selber sich den Orangensaft pressen müssen. Ja. Und der... oh, was ist das? Eine Germik. Und derjenige, dem die... ich sehe hier drin leider gar nichts, aber ich mache mal trotzdem hier eine Kiste auf. Und derjenige, dem das die Orangenplantage gehört, kann die dann selber pflücken. Na, ist das nicht geil? Also, das ist eben das, was viele nicht begreifen, ne? Weil es einfach auf zu viele Menschen gibt vielleicht, ist man da als Industrieller auch manchmal ein bisschen verwöhnt. Ich nenne das mal so direkt. Ja, denn ohne Arbeitskräfte kommt der Reichtum des Industriellen ja auch nicht um die Ecke. Warte mal, ich muss dich mal lieb haben. Komm mal her, du. Geht's denn hier hin? Oh, hier ist ein anderes Tor. Das ist die 3. Aha. Und die Bahn geht dann hier oben durch, ne? Das ist natürlich cool. Da öffnet sich dann das dort oben. Ja, da hast du keinen Kontakt hier zur Erde. Ich glaube, also zum Boden. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Deswegen
So, machen wir mal das Serum. Wie liegen wir denn in der Zeit? Okay, das passt. Aber ich würde gerne noch so einen Hasen haben hier. Kann ich mal einer herkommen? Oh, warte mal, ich habe meine Chance gerade, glaube ich. Oh, die habe ich beide erwischt. Ups, das tut mir aber leid. Ein Schlag beide. Das können wir uns mal merken, der Schlag, oder? Ja, haben wir das jetzt aufgenommen? Okay, es gab also hier Hühnchenfleisch. Was macht das? Es bringt 5 für die Seele und 5 für den Geist. Ist, oh, das ist Treibstoff. Oh, das ist ja genial. Treibstoff ist das. Und hier, das wäre auch Treibstoff. Das sind die Uhren. Die bringen nochmal 10 Spirituelles, also Geistiges. Kann man das essen? Ups. Ist das der lilane Balken? Links? Könnte sein, ne? Warte mal, hat man nicht gerade das Auto hier zum Looten? Ah ne, das waren die Tierchen. Okay, hier sind wir hergekommen, ne? Das Tor ist noch offen. Okay. Ja gut, wir sollen es auch zumachen, ne? So, ja, ich denke, wir haben alles erstmal. Ich gehe jetzt mal rein. Und wir machen mal das Serum. Na komm. Aber das mit dem Erkunden hier, das gehört einfach dazu, ne? Das müssen wir machen. So, dann gehen wir mal rein. Ich gebe mir erstmal hier am Absorber. Was habe ich jetzt gemacht? Serum Brewing. Ein Serum ist mehr als nur Schutz. Es ist vor allen Dingen eine oder deine Waffe. Ja klar, Schutz ist ja auch eine Waffe, ne? Es gibt verschiedene Typen von Serien. Du kannst sie im Fabrikator machen. Du kannst organische Zutaten und sie von Aspekt. Ich weiß nicht genau, ist das Extrahieren von Pflanzen und Tieren? Kannst du auch gewisse Dinge extrahieren? Das scheint mir so, ne? Jedes Serum hat verschiedene oder hat Effekte, die miteinander. Warte mal, ich muss mal hier raus. Genau, ich muss mal hier ran. Siehst du? Heieiei. Schon wieder die Krise hier am Laufen. So, wo war das jetzt mit den Serien? Jetzt habe ich es nicht mehr. Ne? Ist egal. Ich denke, wenn das anhaltet, könnt ihr es euch ja gerne nochmal selber durchlesen. Aber ich glaube, groß ist das klar. Okay, wir haben auf alle Fälle dieses Serum hier. Dafür brauchen wir ein Kräuterlein, ein Amilaria-Pilz und die Schlangenpflanze. Ja, da haben wir eigentlich genug. Ich mach das mal. Was ist das hier? Oh ja, Serum. Oh cool. 2, 4, 6 Stück können wir machen. Was? Ein Waffenserum? Wow. Und Recycling. Ei. Okay. Ja, das mit diesen Buffs, das ist mir noch nicht so ganz so klar, wie das da läuft. Aber da müssen wir mal gucken, ne? So, hier unten hat man doch das hydroponische Ding hier, ne? Farming, okay. Du kannst hier Pflanzen wachsen lassen in der hydroponischen Station. Befülle den Biogenerator und bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Okay. Gut. Interact mit der hydroponischen Station. Power up der Generator. Mhm. Können wir da machen. So, was muss ich jetzt hier reinmachen? Ich würde als erstes mal hier Pilzchen machen vielleicht. Generator must be turned on. Okay, den muss ich erst anschalten. Wo war denn der gewesen? Wo war denn der Generator? Wo hatte ich denn den gesehen? War das hier draußen? Das war er, ne? Richard, I did what you told me. What now? You need to come to my lab in the canyon. It's the only safe place. How do I get there? Okay. In Ground Zero, you'll find gates to sectors known as biomes. The problem is, the entrance to the canyon is blocked. You'll have to use the cable car. Unfortunately, it needs to be activated first. Oh, can't be too easy, can it? What do I do? Well, this will be. First of all, you'll need to find Steve's access card. It should be somewhere in the node. Next, power up the cable car.
You'll find the generator in the station building. And then what? One thing at a time. Do what I said. Then I'll tell you what's next. I'd rather you... Hello? Okay. Richard? Ja. Also ich habe jetzt hier... Oh, prick. So viel mal E gedrückt, bis das hier bei 87 stand. Ja, das ist jetzt... mehr geht nicht. Ich weiß aber auch nicht, der hat glaube ich nichts aus dem Inventar verbraucht, ne? Weiß jetzt nicht, was er genommen hat dafür, aber... Ja, ist auf alle Fälle erstmal das. So, kräftigen Workbench, bla 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 bla. Brauchen wir die Blaupausen dafür und dann kann man sie auch upgraden, verbessern, ne? Gut. Und jetzt gehe ich nochmal hier runter. Die Pflanzen wachsen übrigens schnell wieder nach, wie ihr seht. Ich glaube, die haben wir vor uns gepflückt hier, ne? Die zwei. Das ist natürlich nicht schlecht. Da findest du auch Pilze. Aber der einfachste Weg ist natürlich, das hier auf die Art zu machen. Und dann pflanze die hier einfach mal an. So, dann nehmen wir... was ist das hier? Die Heilkräuter. Machen wir mal drei. Dann machen wir noch die Schlangenpflanze. Da haben wir das Grundserum zumindest. Und hier... pflanze ich einfach mal die an, weiß ich nicht. Braucht immer so 5 Minuten, ist eine feine Sache. Jo, dann kann man irgendwann ernten, ne? Schönes Ding. So gut, dann haben wir das. Wir sollen jetzt die Seilbahn aktivieren. So. Was? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nein, 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 nein. Ja, also das ist hier Blocken mit rechter Maustaste und wenn du die linke Maustaste gedrückt hast, hast du so einen Hammerschlag hier. Also sprich, oder du machst eben den einfachen, aber ich glaube, die sind mit der Axt hier. Ist das ein Kran? Irgendwie sowas, ne? Vielleicht nicht so prickelnd. So, wir sollen da hingehen. Okay. Warte mal, was habe ich denn jetzt noch im Inventar? Da habe ich auch noch ein paar. Okay, da könnte man noch ein paar Serums herstellen. Oh, ich habe getroffen. Das tut mir leid. Bugs Bunny. Aber wenn ich das esse hier, ne? Dann bringt mir das Treibstoff und das bringt mir Spirit und Seele. Aber ich kann nicht genau sagen, was das hier links unten, dieses, nennen wir es mal Pentagramm, was das bringt, ne? Es ist alles Schutz, ja, aber inwiefern muss ich hier ran? Richard, come in. I turned on the power. What do I do with the access card now? Find a card reader in the cable car cockpit and put the card inside it. Okay. Schicki. Gut, würde ich sagen. Gehen wir mal hoch. Ja. Ja, ich kann nicht sagen, wie lange das hier geht. That didn't work. Okay. It will work when you start up the cable car stations in the forest and swamp biomes. It's like a system of interconnected vessels. Mm. That's how you'll power up the canyon gate. Uh-huh. By the way, you'll obtain a means of transport between biomes. You already know how to activate stations. You'll need power and access cards that belongs to the biome engineers. You'll have to find them. Okay. I'll be damned. Mm. That's all? No. The canyon gate is only opened with a special code. For security reasons, it has been divided into two parts and linked with biome engineer's DNA. Each engineer has only one part of the code. Mm. All parts need to be retrieved from their timers. So, whether I like it or not, I need to find these friggin' engineers. What's left of them, more probably. Biomes are contaminated with a mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. That's cool. And I'm supposed to get in there? You are one of the few who have immunity. The mutagen won't kill you. It won't permanently alter your DNA structure either. And most, it will make your life a little bit more difficult. Mm, toll. I'm not particularly fond of things that make my life more difficult.
I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. Do you want to survive? Yes. Then do what I say and go to the biomes. What will I find there? It's difficult to predict. Be ready for anything. The survivors lived in safe zones known as refuges. They had absorbers and fabricators there. You'll be able to use them. And these engineers, how do I find them? You'll need to search the biomes they managed. Get in touch with me when you enter the biomes. I'll tell you where to look for them. Na super! So, also folgendes. Es gibt verschiedene Biome. Es gibt verschiedene Tore, die die Biome öffnen. Also sprich, Eingang-Ausgangstor sozusagen. Es kann auch im Biom mehrere Tore geben. Wir haben zum Beispiel, so wie ich das sehe, hier, da wir hier noch eine Straße haben, wir hatten hier hinten eins. Wir haben da eins, da wo die Kabelbahn lang geht. Und da die Kabelbahn auch dort lang geht, gehe ich davon aus, dass jedes Biom sozusagen drei hat. Ne? Wir sind das Zentrum hier. Es kann natürlich sein, weil wir das Zentrum sind, dass wir drei haben, aber wie auch immer. Alle Kabelbahnen treffen sich hier, um das nochmal kurz festzuhalten. Und in jedem Sektor gibt es so eine Art, nennen wir es mal Verwalter. Die haben das gerade anders genannt, aber ich nenne das mal so. Die Zutrittskarten haben für die Tore, dass wir rein und raus marschieren können. Und dann brauchst du nicht bloß eins, dann brauchst du noch irgendwie eine zweite Karte irgendwie. Also es wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. So, was haben wir denn jetzt hier? Draw Table, ja, das haben wir schon. Dankeschön. Also wir werden uns auf die Suche machen müssen, so wie es aussieht, um die Karten zu finden und um verschiedene Sachen halt machen zu können. Das Ding ist, warte mal, das wollte ich nicht. Das Ding ist einfach, wir werden auch auf andere Tiere stoßen, so wie es klang, und wir werden auch auf andere Lebensformen, eventuell Menschen treffen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass wir so eine Art eine Leiterplatte, dass wir auch andere, ich tue das mal alles zurück hier, dass wir auch andere Überlebende eventuell finden oder deren Überbleibsel. Das heißt, die können unter Umständen auch so einen Absorber haben wie wir hier. Und dann können wir mit dem dementsprechend auch was tun. Ne? What now? So, warte mal, das tun wir mal zurück hier. Ich will nicht so viel mitnehmen, ne? Public. Verbände. Was soll denn das sein? Was soll denn Rex sein? Stofffetzen? Also wie ich das sehe, haben wir hier nichts zum Heilen, ne? Es ist nichts zum Heilen da, das ist echt übel. Na gut, wir schauen mal. So, gut, ich geh jetzt erst nochmal runter. Wo war's? Hier hinten war das. Hier war's. So, dann mache ich mir jetzt nochmal ein paar Serien. Nehmen wir mal das hier. 2, 4, 6 Stück. Mehr geht, glaube ich, nicht, ne? Nee. Inventar. Serien. Dann haben wir hier Toolbox. Und Werkzeuge, Waffen. Dann die verschiedenen Sachen, die wir hier haben könnten. Ja, ich weiß nicht, was genau Aspects heißt, aber ich sage jetzt mal so Buffs in Form von Körper, Seele und Geist. Dann haben wir spezielle Sachen, das weiß ich auch nicht, was das ist, haben wir noch nichts gefunden. Ja, dann müssen wir gucken, ne? So, dann sind wir soweit erstmal vorbereitet. Und dann würde ich sagen, ich mache nochmal den hier. Und dann folgen wir mal. Solve the puzzle to unlock the gate. Also, wir sollen das Rätsel lösen, um das Tor zu öffnen. Da hinten ist dann, wie gesagt, das dritte Tor. Und wir schauen mal. Ich habe jetzt 6 Serien dabei. Ich denke mal, das sind 30 Minuten. Jedes bringt 5, ne? 5 waren es, glaube ich, so stand es da. 5 Minuten, genau. Was das hier mit dieser Nature bedeutet, 33 Nature, weiß ich nicht. Blight, was hier steht, so nennt sich wohl der Virus.
Oder das ist die Bezeichnung dafür. Und schaut mal, was ich gerade noch gesehen habe. Es bringt das jeweils um eins nach oben, ne? Das ist 50 Biotreibstoff wert. Ist ja... Was? Das ist ja krass. Das ist ja nicht schlecht. So, hier haben wir das Rätsel, oder was? Gate Panel. Press E to interact. Dann drücken wir mal. Start Flow Space. Dann lassen wir es mal fließen, was auch immer hier fließen soll. Okay. Warte mal, da muss ich mal was gucken. Nee. Nee. Ich hätte gedacht, er zieht uns hier 2 Minuten, aber als Zugang. Der hat doch jetzt bestimmt was von unserem Serum bekommen, oder? Wenn wir es fließen lassen sollen? Blut? Keine Ahnung. Weil wir, vielleicht können wir auch nur wechseln, wenn wir immun sind, ne? Das könnte natürlich auch sein. Oder so halb immun. Weiß man nicht. Ah, okay. Das sind die Gewichte. Und wenn wir uns nähern... Aha. Okay. Dann geht das wahrscheinlich hier rauf, ne? Ja. Okay. Einmal zurück. Das sieht genauso bescheiden aus, wie bei uns. So, ich nehme das trotzdem mal mit hier, das hat man schon. Ja, was mir ein bisschen Sorgen macht ist, das hier. Eindämmungsquarantäne. Vergiftetes Geld oder die vergiftete Geldangst wächst. Was? Gerüchte über biologische Attacken unbestätigt bei der US-Regierung. Wow. Sorge vor für einen dunklen Winter. Die Stadt wurde unter Quarantäne gelegt für eine unbestimmte Zeit. Okay. Krass. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Welches Tor ist das? Tor 1. Okay. Oh, 45 Minuten. You there, Richard? I went through the gate mark with the Roman number 1. Okay. It's a woodland biome, a forest. You'll find the remnants of the fauna research station there. Todd Bachman was a biome engineer. Where should I look for him? Start at the refuge, then search the station building. Call me when you find him. Okay, da würde ich sagen, machen wir in der zweiten Folge weiter. And one more thing. Oh, wow. Look for formulas. The survivors learned how to produce various types of the serum. They called them stimulers, and they used them to obtain skills that may prove useful to you as well. Good luck. Okay. Okay, also wir sollen der Kabelbahn hier erstmal folgen. Jetzt hat sich's geändert. Jetzt sollen wir den Überlebenden finden oder die Überlebenden. Wir haben noch 45 Minuten. Ich denke mal, das ist die Begrenzung für die Demo-Version. Das heißt, wir machen einen zweiten Teil draus und wir sehen uns gerne im zweiten Teil wieder. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten und dann machen wir hier weiter. Macht's gut. Ciao, ciao. Und erstmal vielen Dank.